Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wir sind mitten im Chaos. Nämlich der Duke von Trutzbucht wurde von Taos ermordet. Und jetzt streiten sich draußen die Dutzenden mit den Schmelztiegelrittern. Und die Beseeler sind auch in Gefahr. Und hier bei Lady Webb im Haus Hadret sieht es auch nicht gerade gut aus. Mal sehen, ob sie noch am Leben ist und was wir von ihr erfahren können. Und wie wir die Unruhen stoppen können, weil wir können Trutzbucht nicht in diesem Chaos zurücklassen. Und die Musik klingt ziemlich dramatisch. Hier sind alle tot. Ah, sogar Lady Webb. Auf dem Brett wohnen wir wieder. Naja, okay. Okay, wir können reden. Lady Webb liegt noch immer in ihrem Bett mit einem prunkvollen Kissen als Rückenlehne. Das Blut unter einer klaffenden Wunde in ihrer Brust ist klebrig, fast getrocknet. Ein zerbrochenes Glas liegt auf dem Boden unter ihrer herabbaumelnden Hand. Du spürst die schwache Aura ihrer schwindenden Essenz. Danach greifen. Kaum spüren deine Fingerspitzen die Berührung, wirst du von einem Wirbel aus Sinneseindrücken und Erlebnissen überrollt. Als die Wogen sich glätten, findest du dich im selben Raum wieder. Du liegst auf dem Bett und hältst ein Glas Brandy in der Hand. Durch die mauen Töne von der Straße, die Geräusche von Schreien und zersplitterndem Glas und die Kakophonie einer wütenden Menge. Du trinkst einen Schluck, der dir warm die Kehle hinunterläuft. Na toll, jetzt haben wir Lady Webbs Erinnerung. Auf der anderen Seite des Raumes öffnet sich die Tür durch ein geduldiges, gleichmäßiges Drücken. Taos betritt den Raum, die Dielen knarzen unter seinen besonnenen Schritten. Du wartest, bis der letzte Tropfen Brandwein der Kehle hinabgeronnen ist, ehe du sprichst. Ich war töricht zu glauben, ich könnte diese Leute bändigen. Du standest dem Ziel näher als alle anderen vor dir. Eine feine Grabinschrift. Nicht schlimmer als andere. Du konzentrierst dich, bündelst all deine Energie auf einen Punkt. Es ist, als würdest du wieder und wieder mit dem Kopf gegen eine Steinmauer schlagen. Aua. Doch plötzlich bildet sich ein Riss und erwartet ein hauchdünner Faden eines Gedankenschlüpft hindurch. What's in Twin Elms? Was ist in Zwillingsulmen? Did you pull that from my thoughts? Hast du das aus meinen Gedanken gezogen? I've had time to practice. Ich hatte reichlich Zeit zum Üben. Ah, er geht zu einem kleinen Tisch und hebt eine halbleere Brandyflasche hoch und begutachtet sie. Er scheint mit der Wahl zufrieden zu sein und greift nach einem leeren Glas. I was saving that for someone. Den wollte ich für jemanden aufheben, wahrscheinlich für Hagrim. Pity. You know this is how it has to be. Ein Jammer. Er stellt die Brandyflasche vorsichtig wieder auf den Tisch, bevor er auf dein Bett tritt. Er setzt sich neben dich auf die Bettkante. Du weißt, dass es keinen anderen Weg gibt. Seine Worte fließen frei ohne jeden Zweifel. Er zieht ein langes, grobes Messer aus seinem Gürtel, beschmiert mit frischem Blut. Mit seiner linken Hand hält er sanft deinen Brustkorb nach unten, während er mit der rechten das Messer hebt. Seine Spitze baumelt über deinem Herzen. Prove it. Beweis es. Okay, sie fordert ihn noch in der letzten Minute heraus. Taos lässt das Messer zwischen deine Rippen gleiten und drückt es fest hinein. Gewebelagen werden mit brüchiger, papierner Steife durchtrennt. Blut steigt rund um die Klinge nach oben. Ein Reflex lässt dich dein Glas auf den Boden fallen. Du hörst es zerspringen. Mit deiner letzten Stärke nimmst du seine Messerhand in deine beiden Hände. Dein Verstand von
von einer einzigen strahlenden Frage bestimmt. Für einen Augenblick steht zu deiner großen Überraschung der Weg zu seinem Verstand offen, ungeschützt, und die Antwort kommt einfach katastrophal in der Neuordnung deiner Gedanken. Als Fürst im Web fühlst du dich, als hättest du eine Antwort, nach der du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Doch in deinem eigenen Verstand liegt ihre Einsicht für dich so nah und doch so fern unerreichbar. Du blickst Taos mit weit aufgerissenen Augen an, als würdest du das erste Mal überhaupt etwas sehen, und machst deinen letzten Atemzug, während sich eine schwarze, samtige Dunkelheit über dich legt. Smoke rises above the city walls in billowing plumes that blacken the sky like a storm. Behind the walls, the riots rage on. Known patrons of Enomancy are forced into hiding as looters ransack their estates and make off with their possessions. Enomancers are torn away from their families and dragged from their homes to be stoned to death in the streets. Word had spread immediately that Duke Avar had been assassinated and that an Enomancer was to blame. The city wasted little time in exacting revenge and little effort into evaluating guilt. In the center of it all, Brackenberry Sanitarium burned. And down the lane, Hodred House, the last bastion of stability in the Deerwood, had fallen silent. Now safely outside the city gate, your path points eastward to Twin Elms, where Theos is bound, for reasons that remain mysterious as the Leaden Key itself. Okay, ich hoffe, ihr konntet das hier lesen. Oder wenigstens der Stimme, dem Erzähler zuhören. Ich klicke jetzt mal auf erledigt, weil wir uns jetzt dem nächsten Akt nähern. Ich frage mich, ob wir überhaupt jetzt noch in die Stadt Trutzbuch zurück können, weil wir hätten da ja eigentlich noch Aufgaben zu erledigen. Jedenfalls eine. Quest abgeschlossen. Der Einsiedler von Haus Hadred. Neue Quest. Der flüchtige Mörder. Was sagt die Karte? Wie gesagt, wir sind auf der Adelwindbrücke. Wir können aber scheinbar nichts mehr betreten. Taos hat den Dunkelfürst im Web getötet und Trutzbruch ins Chaos gestürzt. Fürst im Web sah aber, wohin er als nächstes gehen würde. In die Stadt Zwillingsulm. Dorthin muss ich reisen, um ihn einzuholen. Ich habe Fürst im Webs letzte Augenblicke gesehen. Taos hat sie in ihrem Bett getötet. Sie hat ihn jedoch dazu gebracht, zuzugeben, dass er auf dem Weg nach Zwillingsulm war. Ob sie wohl das wohl getan hat, weil ich wusste, dass ich es sehen würde? Ja, Asche des Glaubens, das konnten wir noch nicht abschließen. Die lange Jagd, Rat der Zeit, das war Kannas Queste. Die Fluten haben sich zurückgezogen, der Pass durch die Sturmwehrschlucht ist jetzt frei. Oh. Endlich, selbst die Dörfer sind besser als das hier. Toll, wir kommen nicht mehr in die Stadt rein, hä? Das finde ich jetzt schlecht. Das heißt, wir können die eine Quest nie mehr beenden, oder was? Gemeiner, gemeiner. Während du die Brücke überquerst, schießt Alof zu dir auf. Die Feuer von Trutzbucht werfen ein zitterndes, flackerndes Licht auf eine Seite seines Gesichts, die andere ist dunkel. Please stop. I need to tell you something. Bitte halt an, ich muss dir etwas erzählen. Dann mach schon. I have not been entirely honest about my motives for traveling with you up to this point. When I finished my training in Adir, I was introduced to an organization. All I knew was that they were opposed to the unchecked spread of Enomancy, and that they could guarantee me postings far away from the Seathwood, my father and his Earl. At that time, it was enough. Bisher bin ich dir gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen, was meine Gründe angeht, mit dir zu reisen. Als ich meine Ausbildung in Adir beendete, wurde ich einer Organisation vorgestellt.
Ich wusste nur, dass sie gegen die unkontrollierte Verbreitung der Besinnung waren und dass sie mir Aufgaben weit weg von Sithwald, meinem Vater und meinem Grafen garantieren konnten. Und zu dieser Zeit war mir das genug. In the early years, I thought of them as many things: hooded men, prudent teachers, the leaden key. Their rules were strict, but their guidance was clear. I sincerely believe they wanted to keep Kith from the folly of their own foolish ambitions. I came to the Deerwood a little over a year ago. My orders were to gather information on Animancy in the region. In den Anfangsjahren sah ich sie als viele Dinge: verhüllte Männer, bedachte Lehrer, den bleiernen Schlüssel. Du hast für den bleiernen Schlüssel gearbeitet, Alof. Ihre Regeln waren streng, aber sie gaben einen klaren Weg vor. Ich glaube fest, dass sie Gestandene vor der Torheit ihrer eigenen närrischen Ambitionen bewahren wollten. Er schaut nach unten. Ich bin vor ein wenig mehr als einem Jahr in den Dürrwald gekommen. Meine Befehle lauteten, Informationen über die Besiedlung in der Region zu sammeln. A senior contact met with me every few months to receive my reports and issue new leads. She sent me to Gilded Vale to keep an eye on events surrounding the local lord, but I lost track of her shortly after that. I don't know if she was reassigned, killed, or sacrificed, the way you saw. At the time you met me, I'd been on my own for a couple of months. Alle paar Monate traf ich mich mit einer ranghohen Kontaktperson, um meine Berichte abzuliefern und neue Anhaltspunkte zu erhalten. Sie schickte mich nach Goldtal, um ein Auge auf die Ereignisse um den örtlichen Fürsten zu haben, aber kurz danach verlor ich ihre Spur. Ich weiß nicht, ob sie abkommandiert, getötet oder auf die Weise, die du gesehen hast, geopfert wurde. Als wir uns getroffen haben, war ich schon ein paar Monate auf mich allein gestellt. Was wolltest du von mir? Und du dachtest, ich würde ein leichtes Ziel darstellen? Ich wusste, dass du kommen würdest. Das in der Mitte klingt zum Haargrimm. Nein, so ist es nicht, das schwöre ich. I needed some kind of direction. And after that scrape of the locals, I was ready to get out of town. But then you mentioned the hooded figures in the machine, and I was sure you were on the trail of the leaden key. Ich brauchte eine Art Wegweisung. Nach dieser Auseinandersetzung mit den Einheimischen war ich bereit, das Dorf zu verlassen. Dann aber erwähntest du verhüllte Gestalten und die Maschine, und ich war mir sicher, dass du dem bleiernen Schlüssel auf der Spur warst. And I was correct in a way. What we found wasn't what I expected. I knew the leaden key was trying to stop Animancy, but I didn't realize how far they'd gone. Murder, sabotage, abandoning entire districts to shambling horrors. And now the whole city is up in flames. Und auf gewisse Weise hatte ich auch recht. Was wir aber fanden, hatte ich nicht erwartet. Er atmete tief ein. Ich wusste, dass der bleiernde Schlüssel versuchte, der Besinnung ein Ende zu bereiten. Aber mir war nicht klar, wie weit sie gegangen waren. Mord, Sabotage, ganze Viertel fürchterlich im Schrecken anheimfallen lassen. Und jetzt steht die ganze Stadt in Flammen. I'm still not sure about Animancy. But I know I've been following the wrong master. Please, accept my apology. And my service. Let me fight with you to stop Theos. Bezüglich der Besiedlung bin ich mir immer noch nicht sicher, aber ich weiß, dass ich dem falschen Meister gefolgt bin. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und meine Dienste. Lass mich mit dir kämpfen, um Taos aufzuhalten. And what do you really expect us to do with this too late confession? Trust you on your word? Palegina schüttelt ihren gefiederten Kopf und streckt ihre Hände in Richtung Alof, als wollte sie einen Rahmen um ihn legen. Und was sollen wir deiner Meinung nach wirklich mit diesem viel zu spinnenden Geständnis anfangen, etwa deinem Wort trauen? Und du hast trotz all deiner vermeintlichen Extrasinne und du hast das trotz all deiner vermeintlichen Extrasinne geschehen lassen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Wächter das verpasst, was sich direkt vor ihm abspielt, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, im Äther herumzufummeln? Ja, Durenz, der hat's natürlich wieder. Trotz seines Betrugs fühle ich mich ihm immer noch irgendwie verbunden. So wie er die Dinge übel nimmt, das gefällt mir wirklich. Ziemlich schwierig. Entschuldigung akzeptiert, solange du nicht vergisst, wer hier das Kommando hat. Ab jetzt werde ich dich genau im Auge behalten. Alof, ich vergebe dir, aber ich will, dass du neben mir gehst, nicht hinter mir. Ich verlange nicht vor dir, dass du einen Herrn gegen den anderen tauscht. Mit dir bin ich fertig. Du hast für dieselben Leute gearbeitet, die versuchen, mich zu ermorden. Und jetzt glaubst du auch noch, dass ich dich behalten werde? Das klingt so, als ob man mit einem Hund redet.
Du bist noch verrückter, als ich dachte. Scher dich weg. Wenn ich dich nochmal sehe, werde ich dich umbringen.